Willkommen zu diesem besonderen Video, liebe YouTube-Freunde. Wer auch immer von euch sich schon gefragt hat, wie das eigentlich ist, eine Matterhorn-Überschreitung mit einem Bergführer zu machen, der nimmt sich am besten jetzt die nächsten 18 Minuten Zeit. Ihr seht jetzt an Aufnahmen, die mein Bergführer-Spezl Paul Sodermin von der Matterhorn-Überschreitung über den Liongrad auf und über den Hörnligrad ab mitgenommen hat. Der Paul kann im Übrigen auch gebucht werden, wer da Interesse dran hat. Sein Link zu seiner Webseite ist unten verlinkt. Und jetzt genießt es, lassen wir den Paul seine Aufnahmen für sich sprechen. Grüß euch, jetzt gehen wir den Lyon gerade angegangen, haben wir einen Kaffee getrunken. Nein, Tiramisu. Ein Bier? Nein, Bier? Nein, ich komme nicht mehr aus. Ja, guten Morgen, Andreas. Macht es dann. Hier stand.
Lass nachkommen. Sportlich, gell? Gut. So, mal dran. So, passt. Passt. Aufmachen, gell? So. Da. Nicht. Hier, der Rest. Ich glaube, das ist dort, das wie dicht jetzt. Ja. Spitze. Nehmt hoch. Perfekt. So.
Go her. Und komm gehen. Ist da hinten hocken? So, jetzt stopp, ist da mal hocken um weiter. Ist nichts um, gell? Geh nur!
Nein. Komm dran. Nein, komm mal dumm. So ist gut, genau. Andreas, hier ist Servus. Servus. Mahlzeit. Mahlzeit. Ja. Ich schaue nicht mehr da frisch aus, wenn ich hoch. Na ja, wie ein Pudel. Oh. Mahlzeit. Mahlzeit. Ich hoffe, dieses Video der besonderen Art hat euch gefallen. Wenn das der Fall war, Daumen nach oben da lassen, nicht vergessen. Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Schreibt euch in die Kommentare unten ins Kommentarfeld eine, da auf der Seite oder da geht's zu den nächsten Videos. Ich verbleibe mit dem klassischen Abschiedsgruß. Bergheil, bleibt's geil, bis zum nächsten Mal. Unten Link zum Ball. Ciao!